So, ich habe 7 von 12 Schwänzen, das ist ja toll. Was? Das sind schwule Schwänzen, verstehst du? Da habe ich ja, da gab es ja so eine tolle McDonalds-Werbung. Ja? Er hat McDonalds gesagt, der wird bestimmt von denen bezahlt. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht, ne? Ist ja logisch. Ich bin ja so ein großer Let's Player, dass ich von McDonalds bezahlt werde, um Werbung für die zu machen. Vor allem, wenn ich sage, dass ich die Werbung scheiße finde. Da wurde ernsthaft gesagt, dass man statt zur Vorlesung zu McDonalds gehen soll. Kein Scherz. Haben sie in der Werbung wirklich gesagt, statt zur Vorlesung, ja, geht doch mal zu McDonalds und esst einen Burger. So ähnlich. Ne? Oder so dieses komische Baguette oder was es da jetzt neu gibt. Keine Ahnung. Ist mir auch vollkommen egal. Ich esse dann nur, wenn... Ja, eigentlich eher selten. Liegt zwar einigermaßen auf dem Weg, an der Autobahn halt, aber das ist, naja, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht gerade das, wo ich jetzt so gerne hingehe. Vor allem wird man da nicht satt für 3 Euro. Da ist ja selbst an der Tanke so ein Baguette mit 3,40 Euro billiger. Also, was kostet der Ding? Was habe ich bei McDonald's bezahlt? Ich glaube 3,89 Euro für so einen Burger. So diesen schicken Dings, keine Ahnung. Und an der Tankstelle kriegst du für 3,40 Euro schon so ein riesiges Baguette. Also riesig. Ja, ist immer subjektiv, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also vergleichsweise groß, davon werde ich eher satt als von so einem Burger. Und das ist billiger. Und dafür, dass es an der Tankstelle ist, ist das schon irgendwie schon fast verwunderlich. Hä, dann, wieso gibt es das Banner eigentlich zweimal? Da vorne war doch eins und hier steht das nochmal. Okay, komisch. Hm, naja. Gut, dann gibt's das Banner halt zweimal. Warum denn auch nicht? Stimmt, warum eigentlich nicht? Ist ja eigentlich nicht so sinnlos. Ja, wenn wir gerade bei so tollen Themen sind. Da gab es doch dieses tolle Freihandelsabkommen, das jetzt die Europa irgendwie durchsetzen will, oder die Europäische Union, oder wer auch immer das durchsetzen will. Ich weiß nicht warum, aber... So ein Freihandelsabkommen zwischen der USA und Europa. Was dann bedeutet, also wodurch halt, ne, dann ist sehr schön. Dann werden nämlich in den Ländern die Standards runtergesetzt, beziehungsweise man nimmt halt meistens den kleinsten Nenner praktisch, also den kleinsten gemeinsamen Nenner zum Beispiel, wobei eigentlich ist das das falsche Wort. Also man nimmt praktisch die niedrigste Richtlinie, die wirtschaftsfreundlichste, und setzt sie einfach überall um. Ja, und das ist dann zum Beispiel Genmais in, oder was weiß ich, Hühner, die mit Chlor behandelt werden, gegen Salmonellen. Wie es in den USA doch recht üblich ist. Dann wird das auch in Deutschland gemacht und in allen anderen EU-Ländern. Ja, vielen Dank auch. Ja, echt toll. Echt. Weißt du, das alles für so ein dämliches Freihandelsabkommen, was soll das überhaupt bringen? Verstehe ich nicht. Kannst du mir das mal erklären? Wieso? Ich brauche kein Freihandelsabkommen. Also wirklich. Jetzt mal ernsthaft? Wozu soll das gut sein? Angeblich soll es die Wirtschaft stärken, was weiß ich, Arbeitsplätze schaffen oder keine Ahnung was. Die dann aber schlechter bezahlt werden oder wie? Ist doch sinnlos. Das verstehe ich nicht. Ich meine, wenn in den USA jetzt was produziert wird, ne, und das jetzt nach Deutschland exportiert wird zum Beispiel, dann arbeiten zwar in den USA mehr Leute vielleicht, aber dafür in Deutschland weniger, weil das ja nicht mehr in Deutschland produziert werden muss, sondern in den USA. Oder andersrum halt, wenn in Deutschland was produziert wird und in die USA exportiert, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, wir produzieren jetzt hier Kartoffeln, ja, und exportieren die in die USA. Dann arbeiten in den USA doch weniger Leute am Kartoffelanbau, weil die das ja von uns aus importieren. Das heißt, wir schicken Sachen hin und her, aber im Prinzip bringt das nichts. Genauso wie Hühnchen. Warum sollte man Hühnchen aus den USA importieren? Ist doch total sinnlos. Oder Hühner, nicht Hühnchen. Hähnchen, keine Ahnung. Oder generell Schweine, bla. Warum? Ist doch sinnlos. Und das soll angeblich die Wirtschaft stärken. Ja, verstehe ich nicht. Wie soll das denn bitte Arbeitsplätze schaffen? Oder sonst irgendwelche Vorteile haben? Ja, und vor allem können sie dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Staaten verklagen, wenn die irgendwelche Gesetze die wirtschaftlich,
die halt die Firmen in ihrer Freiheit da behindern. Also, keine Ahnung, so eine Richtlinie gegen oder strengere Richtlinien halt für, keine Ahnung, Abgase oder für Zusatzstoffe, die Hühnern oder für Antibiotika, die Hühnern verabreicht werden dürfen oder was weiß ich denn, ja. Dann können die Staaten irgendwie auf Schadensersatz verklagt werden und das kann dann schon mal in die hunderte Millionen gehen, teilweise. Das wurde ja auch schon in der Freihandelszone Kanada, USA, Mexiko gemacht, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Toll, echt, freut mich. Wow, es ist einfach, ja, es ist wirklich, das ist sehr erstrebenswert, muss ich sagen. Also, finde ich toll. Dann wird doch kein Staat mehr ein Gesetz erlassen, dass irgendwie die Wirtschaft da schwächt. Weil sonst wird ja da geklagt und dann müssen die Schadensersatz zahlen. Das macht doch kein Land dann. Ist doch dämlich. Dann kommen die mit ihrem Fracking und was weiß ich hier alles an. Also dieses komische Erdölbohren, frag mich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall soll das nicht sehr, sehr toll sein. Also irgendwie, weiß ich nicht, da war glaube ich, dass da irgendwie Gas im Wasser drin ist, teilweise in den USA, habe ich schon gehört. Also, das ist da praktisch, du drehst den Wasserhahn auf und dann kannst du das Wasser anzünden, weil das brennbares Gas enthält. Na toll, echt. Also gibt's wirklich, es ist richtig schön. Und sowas auch in Deutschland. Juhu, geil, Alter, ich kann mein Wasser anzünden, boah. Ey, dann brauche ich keine Holzkohle mehr. Kaufen nehme ich einfach Wasser aus dem Wasserhahn, wenn ich grillen will. Alter, ernsthaft? Also, sorry, aber verstehe ich nicht. Und dann wird das auch noch von den Politikern durchgesetzt. Dann sagen die auch noch, ja, wir brauchen das unbedingt, weil, weiß ich nicht. Ne, ich meine, die Firmen müssen ja für irgendwas müssen ja diese Parteispenden gut sein. Die müssen sich ja lohnen. Ne, ich meine, warum sollte eine Firma bitte 690.000 Euro spenden im Fall von BMW, beziehungsweise den Leuten, denen BMW gehört, also wie hießen die? Ich habe den Namen vergessen. Ne? Warum sollten die 690.000 Euro an die CDU spenden, wenn die sich davon keine Gegenleistung erhoffen? Hm? Erklär mir das mal jemand. Na? Ich meine, wenn es jetzt irgendwie, selbst wenn eine Firma was für wohltätige Zwecke spendet, also im Normalfall, es gibt natürlich Ausnahmen, im Normalfall wird das denn groß angepriesen, oh, wir spenden jetzt für wohltätige Zwecke oder, keine Ahnung, kauf dieses Haustier und davon werden 5 Euro an die krebskranken Kinder da gespendet, frag mich nicht, ja, gut, bei dem Haustier ist offensichtlich, die wollen damit noch mehr Geld verdienen. Ne? Und bei den anderen Sachen, da will man einfach den Ruf verbessern, sodass man auch mehr Geld verdient, weil dann mehr Leute kaufen bei der Firma, die da halt gespendet hat. Wenn jetzt EA zum Beispiel viel Geld spenden würde, hätte EA gleich einen besseren Ruf bei Gamern, wahrscheinlich. Mal abgesehen davon, dass die schlechte Spiele machen. Also, nicht alle, aber... Was soll ich da sagen? Battlefield, naja, ich hab's jetzt nicht gespielt, aber was man da so hört, ne, das ist, ich weiß ja nicht. auf jeden Fall, oder SimCity ist ein besseres Beispiel, ja, finde ich für einen Arsch, sorry. Ja, also, da werden dann teilweise Sachen, hier, da gibt's ein Verkehrsproblem und dann wird natürlich eine Lösung für das Verkehrsproblem als DLC verkauft. Also eine Quasi-Lösung, wirklich lösen tut es das auch nicht, bloß hast du jetzt mehr Verkehrswege, sodass die Autobahn nicht so vollstopfen. Da kannst du mit Zeppelin in die Stadt fliegen, statt auf der Autobahn, die nur eine Auffahrt hat. Wie dämlich. Was soll ich mit einer Autobahn mit nur einer Auffahrt? Wo sind diese ganzen Schindkröten denn? Das gibt's doch nicht. Ich soll doch noch... Hier, ich soll doch noch welche töten. Schindkröten Panzer 3 von 8. Ich habe irgendwie noch keine gefunden, kann das sein? Ich weiß ja nicht. Irgendwie nicht so viele. Da hinten ist eine. Wow, hier sind so viele Schindkröten, es ist unfassbar. Ihr glaubt mir das gar nicht. Hier sind so viele, ich kann die gar nicht mehr zählen. Wow. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, dann spenden die halt und... Nö, dann sorgt das halt für guten Ruf bei der Öffentlichkeit. Weil das wird ja extra noch groß angepriesen in den Medien oder in Pressemitteilungen. Was weiß ich alles. Ja, hey, wir spenden für Krebskranke. Toll. Ja, wow.
ist zwar schön für die Krebskranken, aber im Prinzip wird das nur getan, um selbst Profit zu erwirtschaften. Das macht eigentlich fast keine Firma aus Nächstenliebe. Das ist ja das Schlimme dabei. Toll, echt. Ich meine, gut, immer noch besser, als wenn sie gar nichts spenden würden. Aber, naja. Ja, ich weiß ja nicht. Wo sind denn jetzt diese ganzen Schildkröten? Das kann doch nicht wahr sein. Da hinten ist eine. Vielleicht sind die eher an Land und nicht hier im Wasser. Ich weiß es nicht. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Schildkröten im Wasser und selten an Land. Nee, das war ja... Wie komme ich jetzt darauf? Naja, es waren eigentlich auch Fische und nicht Schildkröten. Aber egal. Kennt noch jemand das Lied? Wer denkt sich sowas aus? Sind die Fische im Wasser und selten an Land? Wie dämlich. Na gut, immer noch besser als Regenschirm. Lalalala, Regenschirm. Also Umbrella. Lalala. War das überhaupt die richtige Melodie? La 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 la. Immer, weißt du, oder immer die gleiche Zeile wiederholen. In diesen Popsongs. Das ist auch total toll. Echt. Was man da teilweise sieht, also sorry, aber wieso? Weißt du, früher noch so tolle Texte noch. Ja, und heutzutage, da die einer geschrieben hat, heutzutage stellst du 3 Songwriter rein. Oder 4, nicht rein. Also stellst du 4 Songwriter ein und die schreiben dann so tolle Texte wie Umbrella, Ella, Ella, E. Andermal Umbrella, Ella, Ella, E. Was ist denn das für ein Text? Unter meinem Regenschirm, Schirm. Was? Keine Ahnung. Übersetzt es mal auf Deutsch, das klingt total dämlich. Tut mir leid, aber ist halt so. Ja, was soll ich denn da sagen? Soll ich sagen, hey, das ist total toll? Nein, ist es ja nicht. Da ist übrigens die Schildkröte. Ich bin an der vorbeigelaufen, ich schlaues Mensch. Was ist nicht möglich, während ihr euch bewegt? Das Essen oder was? Hat er nicht gegessen? Das ist ja unfassbar. Wie langsam ist der denn? Meine Fresse. Jetzt ist halt schneller. Meine Fresse, ist ja schlimm. So, Sumpfschildkröte. Ich hätte gerne noch vor dem Ende der Folge noch alle Panzer. Ja, das täte mich freuen. Wie viel habe ich denn eigentlich schon? 5 von 8. Na, fehlen ja nur noch 3. Und du hast bestimmt keinen. So wie ich das kenne. Sieht übrigens auch sehr hoch schön aus. Diese Schildkröte. Und sehr groß vor allem. Wieso verdreht er manchmal die Kamera? Ich verstehe das nicht. Ich bewege die Maus nicht mal so, dass er die einfach so verdrehen kann. Trotzdem verdreht er die. Verstehe ich nicht. Hier ist eine... Ach, hier ist... Das sind die uralten Sumpfschnecken, die kleinen Sumpfschnecken beschützen. Die habe ich... Jetzt sehe ich auch mal eine. Weißt du? Aus der ersten Folge, die ich heute noch aufgenommen habe. Also aus der 512. Folge. Also 2 hoch 9. Ja, 2 hoch 9. Ach, krass. Ja, habe ich schon 2 hoch 9 Folgen. Ha. Ach, jetzt. Hier sind sie auf einmal alle plötzlich. Ich weiß auch nicht. Komisch. Wo sind diese ganzen Schildkröten denn? Das ist doch unfassbar. Die müssen doch irgendwo sein. Ich sehe so viele Schildkröten-Eier. Da habe ich schon alle, aber Schildkröten sehe ich halt kaum. Da ist eine. Na also. So, werde ich angegriffen? Nein. Gut. Dann wollen wir mal. Spüre den Zorn meiner Pfeile, du elendes... Naja, eigentlich, du tolles Tier. Ich töte dich nur, weil ich es halt kann und weil ich deinen Panzer brauche. Das ist ja logisch. Wie können die überhaupt was kochen in dem Panzer? Ich meine, wie willst du den denn hinstellen, dass da nichts rausfällt? Oder geht das? Ja, doch. Ja, wobei, wird schwierig, ne? Ich meine, gut, an den Seiten geht er hier ganz weit nach unten, aber in der Mitte, wo der Kopf und der Schwanz rauskommt, da ist er so... Naja, da fließt doch die Hälfte raus, da kannst du doch nicht viel reinmachen. Hier, siehst du selber, ne? Da. Ich meine, guck dir das an hier, diese Form. Ist doch ungünstig für so einen Kochtopf. Ich verstehe das nicht. So, 7 von 8 Panzern habe ich. Jetzt fehlt nur noch ein einziger. Und diese Schildkröte hat bestimmt keinen. Na? Wollen wir wetten? Ich wette lieber nicht. Vielleicht hat sie ja doch einen. Und dann verliere ich. Nein, das wollen wir nicht. Ich wette nicht. Ich mag sowas nicht. Ich weiß auch nicht. Weißt du, denn wetten die Leute immer
immer irgendwelche Sachen und wer verliert, muss dann irgendwas Peinliches machen. Das mag ich nicht. Was soll denn das? Weißt du? Nackt übers Fußballfeld laufen oder sowas. Machen ja einige. Ich weiß nicht, ob die Wetten verloren haben oder ob die einfach nur Aufmerksamkeit wollen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich meine, gut, ich mache Let's Plays. Ich will auch Aufmerksamkeit in dem Sinne. Aber ich laufe nicht nackt über Spielfelder. Ne? Oder über Fußballfelder oder was weiß ich. Ja, oder durch Studios. Ja, kommt vor allem geil in Live-Sendungen, wo du denn nicht einfach alles mal verpixeln kannst. Ach ja, was soll ich dazu sagen? Rodri, hallöchen. Ihr seid hier willkommen, solange ihr uns keinen Ärger bereitet. Ihr habt eine wunderbare Tat vollbracht, Fremder. Die Rettung der Schildkröten ist für unsere Kultur und die zukünftigen Jäger der Avankeluft von äußerster Wichtigkeit. Bitte nehmt diese als Zeichen meiner Dankbarkeit. Diese was? Diese Münzen oder was? Was denn sonst? Ich habe euresgleichen noch nie gesehen. Ihr habt gute Arbeit geleistet, mein Freund. Ich bin beeindruckt. Kämpfen alle Dovoliat so gut wie ihr? Ach schon gut, ich kenne die Antwort. Sie tun es nicht. Dann müssen wir mal Aufgaben finden, die für euch besser geeignet sind, wenn ihr selbst die mächtigen Avanks mit Leichtigkeit besiegt. Ja, auch wenn ich einmal fast gestorben wäre, aber ja. Ihr kennt die Stärke eines Schildkrötenpanzers nun aus eigener Erfahrung. Ihr wisst nun, warum ich diese tollen Panzer mit solchem Enthusiasmus sammle. Habt vielen Dank. Ihr habt zumindest mir bewiesen, dass ihr ein guter Jäger und ein vertrauenswürdiger Dovoliat seid. Und genau das werde ich Harry sagen. Ja, ist gut, Toto. Was? Solange kennt noch jemand? Die Sonne scheint, seid ihr hier willkommen. Toto und Harry. Ach hier, Mensch. Jagd auf Blutschlund. Die Quest werden wir bestimmt machen. Noch, denke ich mal. Die haben wir ja vorhin gesehen. Da waren ja dieses komische Banner da, was wir nicht anklicken konnten, weil wir diese Quest brauchten. Also, ihr seid bereit für die größte Herausforderung, Thargador. Wir müssen die Avank vernichten, die Blutschlund genannt wird. Alle Avank stammen von ihr ab. Man muss sich um sie kümmern, sonst wird Lanros eines Tages überrannt. Wenn ihr das schafft, seid ihr ein wahrer Freund der Avank-Luft. Mir kommt das sehr bekannt vor übrigens. Gab es diese Quest nicht so ähnlich? Ich glaube sogar auch mit Avanks oder irgendwelchen Würmern. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf so einer Insel in dem... ich habe den Namen Inu irgendwas See. In diesem See in Evendim. Wie hieß denn der? Ninulialsee hieß der, glaube ich. Da gab es doch auch so eine Insel und da war auch so eine ähnliche Quest. Naja, Blutschlund wird sich nicht leicht besiegen lassen. Ich habe viele Jäger in die Ruine geschickt, um Blutschlund zu erledigen, aber keiner hat berichten können, dass die Tat vollbracht ist. Geht. Ihr könnt Verstärkung mitnehmen oder beweisen, dass ihr die Aufgabe alleine erledigen könnt. Kommt einfach erst dann wieder, wenn sie tot ist. Annehmen. Na, das schaffen wir doch. Das sollte doch gehen. Das ist doch kein Problem für einen Jäger wie mich. Also wirklich. Echt mal, das ist doch voll einfach. Die vergangenen Steine. So, dort vorne ist das Banner. Ich... Mache mal einen Bogen um diese ganzen Avank, dann brauche ich den nicht besiegen. Das ist blöd, weil... Naja, langweilig. Okay, den hier sollte ich vielleicht besiegen. Aber Blutschlund dann auch gleich. Warte. Nee, Herzsucher spare ich mir auf. Für Blutschlund. Aber das hier mache ich mal. Vielleicht sollte ich auch das mal... Wobei, Weg finden brauche ich nicht unbedingt. Kann ich trotzdem mal aktivieren. So. Okay, Hammer dit. Jetzt warte ich nochmal, bis mein Leben wieder voll ist und dann kann ich Gewinns Banner anklicken. Was? Ihr müsst die Aufgabe Dunländer gegen Dunmoor erledigt haben. Wie jetzt? Hä? Was? Wieso kann ich jetzt nicht... Hä? Willst du mich verarschen? Aber Blutschlund ist doch... Ich dachte... Hä? Warte mal. Ach so, ich dachte, ich muss den jetzt hier rufen oder so. Offensichtlich nicht. Ich frage mich, wozu die Banner denn gut sind. Keine Ahnung. Wo ist denn Blutschlund? Da hinten irgendwo. Na, den finden wir auch noch. Keine Sorge, den finden wir noch. Irgendwo.
Wozu sind diese Banner denn jetzt gut? Verstehe ich gerade nicht. Hä? Komme ich hier rüber? Natürlich nicht. Ist ja logisch. Warum denn? Warum sollte ich da auch rüberkommen? Hier komme ich auch. Doch, hier komme ich rüber. Da komme ich auch rüber. Hier sehe ich aber... Ich glaube, ich habe Blutschlund gefunden. Ist aber Elite. Ist aber eine Solo-Quest, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Eine Han-Solo-Quest. So, Herzsucher sollte ich... Nein, ach, den will ich mir doch aufsparen. Warte. So, na warte du. Du... Ach gut, der ist egal. Ja, der ist egal. Dann kümmere ich mich mal um den hier. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hierher. Wäre blöd. Nein, nach Herzsucher aufsparen. Meine Fresse, ich mach den immer aus Versehen. Ist ja blöd. So, warte. Stirb, Dun Awang. Und dann als grünen Abschluss dieser Aufnahme nochmal Blutschlund töten oder dabei sterben. Wahrscheinlich letzteres. Schläft, ne? Kann ich da... Kann ich mich einmal hier hinstellen? Ja, kann ich. Okay. Blutschlund schläft. Und ich sehe nicht sehr viel hier gerade. So, ist besser. So, von hinten ist niemand, ne? Nee, okay. Ich sehe die hier sogar auf der Karte. Ich sehe, wo die sind. Das ist ja praktisch. Aber hier ist niemand. Gut. Und hier kommt hoffentlich auch niemand und stört mich. Jetzt, komm schon. Jetzt regeneriere dich doch mal schneller. Was macht denn das hier eigentlich? Okay, Moral, Regenerationen, Regeneration außerhalb des Kampfes und während Kampf. Dann mache ich das hier mal. So. Dann regeneriere ich mich schneller und auch während des Kampfes. Und dann muss ich mal gucken. Das ist nicht gerade das Beste. Wo ist denn jetzt hier die... Ich hatte doch hier irgendwo... Das Ding hier, das... Genau, nein, das hier. Nee, auch nicht. Die entsprechende Attilas-Essenz suche ich. Das hier, genau. Und dann suche ich nochmal eine davon. Das hier vielleicht. Oder haben wir noch was Besseres? Nein. Nein, irgendwie nicht. Okay. Egal. Das muss jetzt klappen. In Klammern hoffe ich. Dann mache ich mal zuerst den Herzsucher. Und dann probiere ich es mal. Alter, was? Ist schon eine Solo-Quest, ne? Hä? Haut die ab? Was soll das denn? Jetzt habe ich einen Herzsucher gemacht und die haut einfach ab. Es ist eine Solo-Quest. Wollte ich nur mal anmerken. Hä? Willst du mich verarschen? Ja, es ist eine Solo-Quest. Hilfe. Hä? Alter. Hä? Veräppeln? Die ist ja... Ist ja, also... Hier. Wie soll denn das bitte gehen? Es ist eine Solo-Quest. Ich möchte das nur mal anmerken, ne? Es steht nicht da für Gefährtengruppe. Es steht da Solo. Hä? Wie zur Hölle soll das möglich sein? Kann mir das mal einer erklären? Ich verstehe es nicht. Egal. Dann lasse ich das halt und gehe mal zurück in die Stadt. Halt, warte. Hier komme ich raus. Hier komme ich raus. Moment. So. Zurück in die Stadt und dann... Ja, toll. Hey, es ist ein Traum. Hey, wie soll das denn bitte gehen? Bin ich gerade blöd? Muss man irgendwas benutzen oder so? Ich weiß ja nicht. Hä? Blutschlund können sich in der Mitte... Okay. Ja, durch Gebeten töten. Ist aber Solo, ne? Gefährtengruppenquests sehen hier anders aus hier. Ich zeige das gerade mal. Warte, hier. Nee, habe ich gerade überhaupt eine? Weiß es gar nicht. Wieso habe ich hier noch Eregion-Quests? Da bin ich auch schon lange weg. So, hier in die Stadt wollte ich. Hier, Eregion. Habe ich überhaupt noch eine für Gefährtengruppe in ihrer Ab... Hier. So sehen die aus für Gefährtengruppe. Hier sogar nur für Kleine. Das ist eine Solo-Quest. Ja, es ist eine Solo-Quest. Hä? Also entweder ist das falsch bezeichnet oder ich mache irgendwas falsch oder ich weiß es nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Kann mir das jemand logisch erklären? Hä? Leute?
einfach mal in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich lese ich es nicht rechtzeitig, weil ich die Folge danach schon vorher aufgenommen habe. Egal. Naja, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ja, fürs Zusehen habe ich mich schon bedankt? Ja, habe ich. Okay, ich sollte was essen. Ich bin schon total verwirrt. Oder verpeilt ein bisschen. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich erst einmal tschüss.